Willkommen zurück, Meister. Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und wie ihr sehen könnt, gab es hier wieder einen kleinen Kleiderwechsel. Dankeschön. Ja. Da wir letztes Mal ja schon. Ja, was heißt ja letztes Mal? Aber das letzte Mal haben wir ja noch Alvin und Rowan im Butler-Anzügen gesehen und da habe ich mir gedacht, da ziehst du die andere. Die Mädels auch noch mit ihren Dienstmädchen-Klamotten an. Hui, hui, hui. Schön, oder? So, das Problem ist, hier die, nein, nicht hier. Hier die Dienstmädchen-Dinger. Bei Elise weiß ich, was sie anhat, aber ich wusste jetzt nicht, welches hier für Leia und welches für Mila war. Deswegen habe ich jetzt einfach irgendeines genommen. So. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt wieder ein paar Nebenquests. Ich habe schon wieder da hinten gesehen. Nein, nicht hier. Da hinten, glaube ich. Oder? Ich habe mich hier umgeschaut und da waren irgendwo eine Ausrufezeichen. Ich glaube da hinten. Ja. Und ja. Außerdem müssen wir noch zu Leias Haus. Und in der letzten Folge haben wir übrigens, bevor ich das vergesse, ja. Was ist in der letzten Folge passiert? Wir haben alle Charaktere. Wir sind im... Na, hier. Wie heißt der Lakotam Seehafen angekommen? Von da müssen wir verschwinden. Ja, das haben wir gemacht. Aber ich sag mal, bevor wir das machen, erledigen wir noch alles andere. Und erstmal hier kommt ein Skit. Der Stolz von Sheraldon. Has everyone seen Sheraldon's famous windmill? Actually, we haven't had a chance yet. It's well worth your time. The view from the plaza is particularly striking. Regelmäßiger Lauscher. Okay. Ja, wir müssen dann noch zu Leias Haus, glaube ich, zurück, weil da kam auch irgendwie ein Skit am Hafen und deswegen habe ich hier die ganzen Klamotten alle mal angezogen. Wenn wir ja schon Nebenquests machen. The scale of the spirit arts that must be required to keep this many windmills spinning boggles the mind. Also dürft ihr heute nicht wieder viel erwarten in diesem Part. Außer es gibt keine Quests zu erledigen. Oh, certainly. Forgive my intrusion. I was just observing the spirit arts that you use to turn the windmills. Turn the windmills? What is he talking about? I think I'll let Professor Jude field this one. Professor Dr. Jude. The wind that makes Sheraldon's windmills turn comes from channeling spirits. The spirit arts are cast in a way that amplifies wind flow throughout the entire city. And the enhanced wind power is funneled toward the windmills that need it. Wollte ich auch gerade sagen. Kids, this will be on the final. Fascinating. Wow, you really know your stuff. Hey, I don't suppose you'd be willing to help me with my research. Ja, Quest. What are you looking into? I'm studying spirit climb changes and how they're affected by spirit art usage. My plan is to gather data from Sheraldon with its heavy usage of spirit arts and compare that to data from Bermia Gorge, which has high levels of spirit climb variability. That's an interesting idea. I'm pretty interested myself. I say we help out. Very well. Great. Okay then. Could you use this spirit climb examination art at Bermia Gorge's highest point? This research will significantly impact the future of Riza Maxia. I appreciate your help with it. Okay. Geisterklima Untersuchungsart. Okay, wir müssen dann jetzt dieser Schlucht hin, wo wir gegen diese Motte gekämpft haben und ja, kein Ding. Aber ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um. Ich weiß, wir haben alle Charaktere im Team. Das bedeutet, jetzt wäre der geeignete Zeitpunkt, die meisten Quests zu aktivieren. Denke ich mal. Seht ihr, da ist noch eins. Wusste ich doch. So, jetzt gehen wir erstmal Waffen, Nebeln, Ausrüstung. Verteidigung. Oh, ich hole mir aber lieber Waffen. Egal. So. Nein, hier. Du bekommst den Duelierhelm. So, wer hat jetzt was alles ausgerüstet? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast Zauberhüte. Ihr Wein habt Kopfschmücke. Du hast einen Zauberhut und du hast ein Band. Okay.
Elise, ganz wichtig. Mein Gott, hat sie wenig Verteidigung. Zum Glück haben wir 10.000 Gold bekommen, Galt. Die gleich schon weg sind. Was? Okay. Grünes Barett, das Geld ist schon gleich wieder weg. Ich halte es nicht aus. Aha. Ja. Ach, das können wir uns nur leisten, gut. Nein, boah. Jetzt habe ich das Elise gegeben. Nicht, dass es nicht verdient hätte, aber ich brauche das hier für dich. Und du bekommst hier das. Und wir haben wieder kein Geld. Yay! Egal, ich habe eine neue Quest gesehen, also komm her. Komm her, du. Mädchen. Ron, perfektes Timing. Ich wollte euch etwas über Fürstin Drizel fragen. Okay. Ist Fürstin Drizel etwas zugestoßen? Wie soll ich eine alte Männerstimme machen? Sie versucht tapfer zu sein, aber sie ist emotional sehr erschöpft und hat in letzter Zeit nicht gut genug geschlafen. Oh je, wir müssen noch etwas tun können, um ihr zu helfen. Ja, es gibt da etwas. Wir können ja ihre Lieblings-Orangensuppe machen. Ach, natürlich. Fürst Klein hat das immer für sie gekocht. Genau, aber leider kenne ich das Rezept nicht. Stimmt, es war ein Geheimnis, das der junge Fürst für sich behalten hat. Aber jetzt ist klar, was zu tun ist. Ich werde Orangensuppen suchen gehen und sie euch bringen. Vielen Dank, Ron. Na gut, kann man den nicht einfach kaufen? Hey. Oh, 50 Gold. So, diesen Elefantenrüssel oder diesen pinken Elefantenzahn oder was weiß ich. Aber bestimmt noch nicht, ne? Hey, geh weg von den kleinen Mädchen. Na gut, haben wir noch nicht. Dann gehen wir mal zum Big Big House persönlich. Hallo. Und wieder 50 Gold. Hoffentlich gibt es auch ein paar Quests. Weil ich bin immer etwas paranoid. Wir haben jetzt alle Charaktere, das heißt, uns fehlt jetzt kein Charakter mehr, um irgendwie. Naja, sagen wir mal, hätten wir jetzt Ron zum Beispiel nicht im Team gehabt, hätten wir natürlich diese Quest nicht annehmen können. Aber jetzt haben wir ja alle Charaktere im Team. Das heißt, ich würde mal sagen, die meisten Quests können jetzt ausgelöst werden. Jedenfalls die, die eine Charakterbedingung haben. So, und wo ist denn jetzt die Dingens hier? Hier. Da, die hat auch eine Quest. Ich wusste es. Oder eine Katze jemand, weiß ich. Hallo. Du scheinst bessere Stimmung zu sein, als ich erwartet hatte. Ja, mir geht's gut. Besser als ich selbst dachte, ehrlich gesagt. Ich bin wohl daran gewöhnt, noch bevor etwas passierte, Klein oft monatelang unterwegs. Er wurde zum Oberhaupt der Familie, nachdem unsere Eltern gestorben waren. Er war also immer unterwegs, um Sachen zu erledigen. Er hat wirklich hart gearbeitet, um allen in der Stadt zu helfen, nicht wahr? Das hat er wirklich. Deshalb werde ich das Gefühl nicht los, dass er eines Tages einfach durch die Tür dort spazieren wird. Er wird rufen, ich bin wieder da, Drizel, und tun, als sei nichts geschehen. Er wird eine Tasche mit Süßigkeiten, die er mitgebracht hat, auf den Tisch legen. Er brachte mir immer Süßigkeiten wegen meiner schlechten Laune mit. Ich aß sie am liebsten in seiner Gesellschaft. Drizel, tut mir leid, ich weiß vom Verstand her, dass er nie mehr wiederkommen wird. Mein Herz wird es auch bald verstehen. Das menschliche Herz richtet sich nicht nach Zeitplänen. Das stimmt, aber ich stelle mir vor, dass Klein mit dieser Zeit als letztes Geschenk gegeben hat. Ich will ihm noch sagen, dass er sich keine Sorgen machen muss. Ich will, dass er weiß, dass ich das fortführen werde, was er versucht hat, und das meine ich ernst. Du bist sehr stark. Nein, ich wiederhole nur, was ich von anderen gehört habe und was auf diesem Zettel steht. Das ist genau das, was Klein zu sich selber immer gesagt hat, nachdem unsere Eltern gestorben waren. Ja, man müsste schon gemerkt haben, ich habe so mit der Stimmvergabe nicht. Aber ja, ach, ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Warum weiß der Vogel irgendwie sowas? Na gut. Ja, ich will jedes Ereignis hier auslösen. Vielleicht bringt es uns irgendwas. Na, habe ich vergessen, mit der und der Person vor 10 Stunden zu reden und dann konnte ich die und die Quest nicht annehmen. Das ist auch oft so. Tales of the Abyss war halt auch so oft. Da konntest du
bestimmte Quests am Ende nicht machen, wenn du nicht vorher mit irgendwelchen Leuten gesprochen hast. So, und ich glaube, wir sind mal fertig, ne? Dann gehen wir nochmal überall anderes hin. Nach Hammel. Hammel. Auch wenn es nichts bringt, wir gucken einfach überall rum. Wir sind Dienstmädchen und Butler, wir müssen immer was zu tun haben. Wenn ich nur ein Ereignis oder so finde, dann reicht es schon. Sind wir überhaupt mit Elise schon mal hier? Ja, natürlich. Da ist bei dem Baum, da gucke ich gleich nach. So. Ich glaube, hier wird bestimmt nichts sein. Nehme ich jetzt einfach mal an. So. Hi. 10 Gold, geil. Und du hast nichts. Und hier ist auch nichts. Dann gehe ich erstmal, wenn das neu in diesem Park passt, nach Laurent, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass ich dahin muss. Und wir gehen. Hey! Direkt ist ja irgendwas. Kann ich euch um etwas Seltsames bitten? Ja, natürlich. Ich möchte, dass ihr eine Opfergabe in die Tiefen der Felgana-Mine bringt. Natürlich. Die Opfergabe ist dieser Wein hier. Ich habe in der Mine gearbeitet, als ich noch jünger war. Ich hole es ja selbst, aber mein Rücken und meine Beine machen da einfach nicht mit. Bitte bringt ihn in die Tiefen der Mine. Bäh. Na klar, wir haben ja nichts anderes zu tun. Okay, hier wohnte noch Lea, ne? Mama, ich bin zurück und ich bin jetzt ein Dienstmädchen. I'm home. Boah, wir sind gerade erst gegangen, ne? Und dann schon am Hafen haben sie gesagt, so gehen wir wieder zurück zu den Eltern. What are you so afraid of? Isn't this your own house? Shh. I left without telling my parents goodbye. If they see me, they're gonna be furious. You got that right. Mom! How did you do that? There was no sign of anyone here at all. Well, she is a martial arts master. Leah, do you have any idea how worried we've been? Your father was bawling his eyes out. I'm sorry. What? Wait, please. Master Sonia, Leah was only trying to help us. Jude, Mila, you two should know better by now. If you let this child bend one rule in the morning, the world will be in chaos by noon. I'm sorry. I apologize. Sogar Mila. I understand your anger, but rest assured, I accept full responsibility for Leowa. That goes double for you. Keeping children well disciplined is your duty as an adult. Yes, ma'am. Ich wusste. Looks like all of you need a good stern lecture. Line up at attention. All right, you're dismissed. I'll let you off the hook this time. I never thought a lecture could go on this long. Personally, I found it oddly refreshing. Trust me, it's a miracle that we got off this easy. You had better believe it. But Leia, doesn't this mean you won't be able to accompany us any further? No way! I don't care how mad she gets, I'm still going with you. Leia. Well, you'd better. If you were to give up now, then you'd really be in trouble. Mom? I only scolded you because you left without telling us. If this is what you've decided you need to do, I expect you to see it through to the end. Thanks, Mom. I will. Thank goodness. Everyone, my daughter may be a miscreant and a fool, but I'm counting on you to keep her out of trouble. Mom, don't get so sentimental. It's not like I'm getting married. Noch nicht. Okay, Betäubungstalisman. Ja, gibt's noch was hier? Deine Quest, Ruhm und Ehre. Ja, natürlich. Und okay, du siehst aus, als könntest du der Vater von Leia sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwann kommt ein Bosskampf mit dir. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Aber ja, wir haben natürlich wieder viel erreicht in diesem Part und im nächsten Part werden wir noch weniger erreichen. Also schaltet wieder ein. Ich verabschiede mich und sage Wiedersehen und Tschüss.